Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung daheim. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de. Wir sind im Landkreis Erding in der Gemeinde Walpertskirchen. Bis vor 100 Jahren war Walpertskirchen überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Die Gemeinde hatte rund 600 Einwohner und hat sich auf die einzelnen Dörfer, Weiler und Einöden verteilt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg und in den 70er Jahren wuchs der Ort dann stetig an. Heute leben in Walpertskirchen rund 2200 Menschen. Wir waren mit Förster Heinrich Knörr im Wald, haben das Knirsch-Vogelhaus besucht und haben mit Quabena Ofori gekocht. Und heute treffen wir einen Sieger, und zwar den Siegerochsen des Rennens von 2018 in Walpertskirchen. Ja, Leonhard, das ist ja ein Riesenviech. Ja, der Franz ist groß, der ist ausgewachsen. Aber ist das normal, dass Ochsen so groß sind? Wenn sie ausgewachsen sind, schon. Die kleineren, die wachsen alle noch. Die wachsen. Und das heißt, wie alt ist der dann? Also wenn er ausgewachsen ist, wie alt? Franz ist September 2015, glaube ich, geboren. Also der ist jetzt fünf, sechs Jahre alt. Sechs. Und dann sind sie, oder dann sind sie ausgewachsen nach fünf, sechs Jahren so. Oder schon so nach drei. Ich schätze, nach vier Jahren nach vier sind ungefähr. Sie ausgewachsen. Also sie wachsen ja langsamer, da sie ja Ochsen sind. Aha. Ach so. anstatt der Hahn. Okay, und wann ist es ein Ochse und wann ist es, das muss man jetzt mal alles erklären. Ein Ochse ist es erst, sobald ein männliches Kalb, ja, oder männlicher Fresser kastriert wird. Dann nennt man Ochse, ja, ja. Aha, du hast ja die Ochsen nur wegen diesen Ochsenrennen, oder? Ist das so? Hauptsächlich. Hauptsächlich, für was noch? Normalerweise... Ich habe ja immer ein paar da, jetzt momentan nicht. Aber sonst hätte ich welche zur Mast auch. Und Franz. Ach so, aber der ist schon gut erzogen, oder wie? Also muss man keine Angst haben eigentlich. Normalerweise nicht. Nein. Franz tut eigentlich keinem was. Aha. Er ist höchstens ein bisschen verspielt und ungeschickt. Mhm. Aber wenn man ihm krault. Ach ja, das mag er. Und jetzt erzähl mal. Das heißt, du hast sie aber eigentlich als Hobby zum Ochsenrennen. Ich will eigentlich die Tradition des Ochsenrennens erhalten. Ja. Und aus dem Grund habe ich eigentlich Ochsen. Ja. Es hat eigentlich angefangen mit dem Ochsenrennen in Walpertskirchen. Ja. Dafür haben sie welche gesucht, die wo Ochsen herziehen. Aha. Und Das war geplant und dann wurde rumgefragt, wer kann denn Ochsen dafür dressieren? Oder wie genau dressiert man die dafür? Ja, man muss mit ihnen spazieren gehen. Wirklich? Eigentlich sich täglich drum kümmern. Jetzt momentan war ja ein bisschen nachlässig. Aha. Deswegen sind die anderen jetzt vielleicht nicht ganz so zutraulich, aber im Normalfall schon. Und daraufhin hast du dir also Ochsen zugelegt, extra für das Ochsenrennen. Ja. Und bist mit denen spazieren gegangen, mit der Leine oder wie muss ich mir das vorstellen? Wirklich? Ungefähr. Wo ist er denn? Der Gustl, der Kleine, der ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr bei mir. Also ich kriege die ungefähr mit 100 Kilo. Aha. Und da muss man sich an den Menschen gewöhnen, dass sie halt ruhiger werden. Aha. Und das heißt, Halfter, also ein Strick um die Schnauze rum, dass man wie mit dem Hund Gassi gehen kann. Okay, also das übst du dann mit denen? Das übe ich. Und irgendwann übst du auch, dass man drauf sitzt, oder? Sobald sie größer sind, also so wie jetzt da der Seppi, da kann man dann anfangen, sie langsam mit Gewicht zu belasten. Aha. Weil das Grundproblem oder... Also ein bisschen Respekt habe ich schon vor den großen Tieren hier. Das ist ja fast ein Elefant. Also dann fängst du an, die mit Gewichten zu beladen. Also was heißt das, mit Säcken oder gehst du dann schon selber drauf? Einfach selber mal ein bisschen drauflehnen, aber nicht voll belasten. Ja. Immer Stück für Stück, dass sie sich einfach dran gewöhnen. Weil die Grundregel ist, sie müssen eigentlich 30 Monate alt sein, dass sie überhaupt an einem Rennen teilnehmen dürfen. Mhm. Vor zum Beispiel da ein Herbie darf ich noch gar nicht hernehmen. Okay. Jetzt so in der Größe, wie der Seppi ist, darf ich ihn auch noch nicht hernehmen. Erst in einem guten halben Jahr. Mhm. Was an und für sich, ich sag mal, für den Tierschutz gut ist,
aber auch zum Teil Blödsinn. Weil wenn ich so Tiere habe, die wo in der Größe schon sind, in der, vorher, das ist immer abhängig vom Tier und deswegen 30 Monate alt. Aha. Okay, Franz. Ja. Ah ja, aber da, also das heißt, dann hast du dich draufgesetzt, dann, also immer und, aber das, der weiß ja trotzdem nicht bei einem Rennen, was los ist, oder? Also du kannst ja das Rennen nicht vorher ausprobieren. Ich kann es auch nicht beeinflussen. Aha. An dem Tag, wenn der Ochse will, dann läuft er. Will er nicht, kann er auf Stur stellen und sagen, hab keinen Bock. Ja, das ist eigentlich das Lustige bei den Ochsenrennen, ja, oder? Die einen schütteln eher umeinander, die anderen bleiben einfach stehen, die einen laufen. Okay. Bis jetzt hast du immer schön gelaufen, Franz. Aber wie viele Ochsenrennen hat der Franz jetzt schon gemacht? Walpertskirchen, Aing, Ramming. Ja, weil so oft kommt das auch nicht vor, gell? Also so oft gibt es Ochsenrennen nicht, weil das ist ja aufwendig, oder? Man muss auch immer genug Ochsen zusammen haben. Also wir schauen schon, dass wir ungefähr 8 Ochsen immer da haben. Ja. Also beim Rennen, pro Rennen. Ja, pro Rennen braucht man immer eigentlich 8 Ochsen, dass wir genügend Starts haben. Dass das auch was ist für die Ochsen, auch, dass sie sich erholen können. Ja. Weil das zwischen den Rennen auch immer Pausen sind. Und bist du dann derjenige, der drauf sitzt oder derjenige, der... Nee, warte mal, einer rennt immer hinterher, so ist es, gell? Oder wie macht man es denn? Einer zieht oder wie machen das? Das ist vollkommen unterschiedlich. Ach so, ja. Wie der Ochse halt will, oder? Wie der Ochse halt will. Ja. Beim Franz zum Beispiel, da braucht sich bloß jemand draufhocken und dann rennt eigentlich nach vorne. Aha. Oder es rennt jemand hinterher, wenn er schnell genug ist. Ja, okay. Bei anderen, die rennen voraus, die halten den halt am Halfter und rennen mit ihm, wenn sie schnell genug sind. Verstehe. Und bevor wir uns gleich noch ein paar Ausschnitte des Rennens von 2018 anschauen, machen wir erstmal eine kurze Unterbrechung. Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung Dahorn. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de. Wir sind in der Gemeinde Walpertskirchen und heute geht es um die Tradition der Ochsenrennen. Ja, und der Franz, der ist also das Rennen in Walpertskirchen mitgelaufen. Der ist mitgelaufen. Und wie viel ist der geworden? Der ist Erster geworden. Der hat gewonnen. Franz hat gewonnen. Hat der die anderen Rennen auch alle gewonnen, die er schon gelaufen ist? Leider nicht. Aber Walpertskirchen wurde sogar mal ganz Letzter. Ganz, weil er gar nicht wollte, oder weil warum? Weil er gar nicht wollte. Tatsächlich. Aber das ist es halt am Ochsenrennen. Ich kann nicht sagen, ob er will oder nicht. Ich kann nur höchstens, wenn ich sage, er hat heute einen schlechten Tag, also wirklich einen schlechten Tag, dann nehme ich ihn auch nicht auf ein Rennen mit, weil ich will ihn zu nichts zwingen. Aber woher siehst du, ob der jetzt einen schlechten Tag hat? Ja, wenn es ihm nicht gut geht. Das merkt man einfach. Das würdest du merken? Das würde ich merken. Also so viel Zeit verbringe ich schon mit ihm. Ob ich merke, ob es dem Guten gut geht oder nicht. Ist es also schon so ein bisschen dein Kuscheltier? Ja. Das ist lustig. Und sag mal, was bist du dann beruflich? Das ist ja nur ein Hobby bei dir, oder? Das ist Hobby bzw. Nebenerwerbslandwirtschaft. Ich bin eigentlich zu klein, dass ich sage, ich kann das aus dem Vollerwerb bzw. Was kann ich machen, dass ich auf meine Betriebsgröße irgendeinen Zubrot habe? Ja. Andere haben Pferde und ich arbeite das mit den Ochsenrennen. Es ist halt so, es kostet ja auch was, so ein Rennen, dass ich praktisch gesagt die Ochsen erhalten kann. Und um das geht es mir eigentlich. Ja. Beziehungsweise es gibt 3 Regeln, die dürfen sie nicht brechen, sonst ist es vorbei mit ihnen. Echt? Was denn? Grundsatz Nummer 1, er darf nicht böse werden. Aha. Wenn er mich versucht, hier in der Herde jetzt richtig anzugehen, wir versuchen, weh zu tun, dann ist es vorbei. Dann sage ich, dann heißt es rüber runter, aus. Wenn ich merke, dass er nicht mehr händelbar ist, wenn ich mit ihm versuche, spazieren zu gehen, und er will mir andauernd ausbüchsen oder so, und es bessert sich nicht und wird eher schlimmer. Ich kann mit so einem Tier nicht auf ein Rennen gehen, das wo auf einmal in eine Menschenmasse reinläuft. Oder wenn ich merke, aha, Franz hat irgendwas, zum Beispiel
aus Altersgründen, er wird halt einfach zu schwer für seine Knochen oder so. Mhm. Wenn ich merke, er tut sich selbst schwer, dann ist das eigentlich kontraproduktiv, wenn ich sage, ich versuche ihn irgendwie am Leben zu halten, irgendwie, dann sage ich, dann ist es halt einfach so. Ja, der eh schon mehr fürs Dreifache von seinem Leben bei mir jetzt hat. Weil im Normalfall werden Ochsen so mit 24 Monaten, 26 Monaten geschlachtet. Wegen am Fleisch, normal. Mhm. Und solange sie diese drei Regeln nicht brechen, können sie eigentlich das ewige Leben bei mir haben. Ja, wie alt wird dann so ein Ochse, wenn man ihn jetzt lässt? Keine Ahnung, ich schätze mal 10, 15 Jahre, weiß es nicht. Mhm. Es kommt ja auch darauf an. Wie lange machen es halt die Knochen damit? Ja, okay. Weil der Franz, ich schätze mal, 1100, 1200 Kilo wiegt er schon. Boah, das ist echt ein großes. Ja, Leonhard, danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt schauen Sie mal mit uns noch in den Film rein. 2018 im Sommer in Walpertskirchen, wo der Franz gewonnen hat. Und damit verabschieden wir uns. Wiederschauen. Dann geht sie endlich los. Die heiße Phase. Die ersten vier Ochsen gehen an den Start. Mit mehr oder weniger Elan. Sehr zur Freude der Zuschauer. Einparken und aufsitzen. Und dann das Kommando. Auf die Ochsen. Fertig. Los. Rennen A4 Ochsen stehen in der Vorrunde an. Die ersten drei kommen aus einer Runde immer weiter. Der letzte hat dann die Chance auf ein Lucky Loser Rennen. Gewertet wird nur, wenn der Reiter beim Überqueren der Ziellinie noch auf dem Ochsen sitzt. Manche Ochsen können es kaum erwarten. Andere sind eher schwer zu motivieren und genießen vielmehr sichtlich die Aufmerksamkeit. Herzlichen Glückwunsch zum Sieger des Ochsenrennens 2018. Hast du das für möglich gehalten, als du heute früh an den Start gegangen bist? Mit ihrem Schuh, der hat so viel Gas. Also Top-Ochse. Kann man nichts sagen. War es der innerliche Konkurrenzkampf der Stallrivalen? Wahrscheinlich. Sonst hätte der Lucky nicht so umgedruckt. Es war ein Fotofinish vom Allerfeinsten. Hast du noch gedacht, du packst es noch? Die Hoffnung war immer da, aber zum Schluss bin ich einfach der Schnellere. Ja, ich glaube, zum Hinten aus einfach die Vorbereitung von gestern. Gestern der 90er-Party da gewesen, es war einfach eine Schau. Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung dahorn. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de